Hallo und herzlich willkommen bei Barstream. Wir werden heute beim A38L die Türverkleidung an der Fahrertür ausbauen. Dafür nehmen wir unseren kleinen Schraubendreher und drücken diese Blende hier nach oben. Dahinter sehen wir eine Kreuzschraube. Der Halter hier ist sogar schon gebrochen. Das gleiche machen wir hier in der Innenseite der Tür ebenfalls nochmal. Hier ist jetzt diese Abdeckung lose und ihr seht, das wird von hinten praktisch auf hier auf den Halter draufgeschraubt. Hier haben wir dann ebenfalls die Kreuzschraube. Hier ist der Halter ebenfalls gebrochen. Dann haben wir hier unten im Türgriff eine Torx T10 Schraube drin. Die ist jetzt bei mir nicht mehr drin. Bei mir ist der Türgriff auch hier komplett geklebt. Auf jeden Fall bei euch die Schraube entfernen, Torx T10. Könnt ihr den Schalter hier leicht rauswackeln. Das Problem ist nur, ich muss ein bisschen Gewalt anwenden, weil wir hier einen Kleber drin haben. Dann die Blende hier rausziehen. Man sieht jetzt halt hier überall den Kleber ein bisschen runterhängen. Der ist nicht original. Die Abdeckung hat hier unten zwei Nasen und ist somit hier eingeklipst. Das heißt, beim Zusammenbau wieder erst hier rein. Können wir dann ausklipsen. Dann haben wir diesen lose. Hierzu haben wir hier seitlich einen Clip. Diesen drücken wir rein. Dann können wir den Stecker entnehmen. Spiegelverstellung haben wir den Clip hier. Drücken den rein. Und können dann die Spiegelverstellung auch rausnehmen. Nächstes können wir die Türverkleidung dann komplett nach oben ziehen und rausnehmen. Wichtig ist, es sind natürlich überall Clips da. Hier zum Beispiel, das könnt ihr ebenfalls rausnehmen, dass man den Stecker durchziehen kann, ist hier ein Schaumstoff drin. Diesen nehmen wir raus. Der ist hier in dieser Öffnung drin. Dann können wir hier hinten den Schaumstoff rausziehen von der Spiegelverstellung von dem Stecker. Das ist dann dieser Schaumstoff, der wird einfach hier noch reingeschoben. Können diesen Stecker durchziehen durch die Türverkleidung. Dann haben wir noch den Stecker von unserem Fensterheberschalter. Dann haben wir hier natürlich noch unser Türschloss, unseren Bautenzug. Diesen klipsen wir einfach hier aus und sehen dann schon den Haken, der hier einfach nur eingehakt wird und dann hier hinten eingeklipst wird. Einfach den Haken hier rausnehmen, dann haben wir das. Die zwei Hauptstecker verbergen sich hinter dieser Abdeckung. Diese können wir aber auch rausnehmen. Wir haben hier links und rechts zwei Clips. Sind sogar drei sind's. Dann können wir hier die Stecker aus der Halterung rausnehmen und leichter ausklipsen, bei dem die eine Seite öffnen, dann die zweite. Das sind praktisch diese zwei Clips hier, 1, 2, müssen nach außen gedrückt werden, Stecker 1 lose, dann Stecker 2 dasselbe Prinzip. Meistens reicht es auch schon, wenn ihr eine Seite löst und dann etwas anzieht. Wichtig natürlich nicht am Kabel, sondern nur am Stecker. Und Stecker 3 wieder genau dasselbe. Die Stecker haben alle verschiedene Größen. Deshalb könnt ihr die nicht verschieden rum anstecken. Und könnt dann die Verkleidung abnehmen. So baut ihr dann die Türverkleidung aus. Wie gesagt, wenn ihr den Schaumstoff abnehmen wollt, wenn ihr den wieder montiert, einfach darauf achten, dass ihr hier überall in diesen Clips wieder drin seid, dass der wieder anständig sitzt. Der sorgt dafür, dass kein Wasser in die Tür reinläuft und beziehungsweise in den Innenraum. Und dann, genau. Dann soll es mit diesem Video gewesen sein. Weitere Videos gibt es natürlich zu diesem Fahrzeug oder auch zu anderen auf meinem Kanal. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wenn ihr immer das Video seht. Bis dahin, ciao.